Servus Leute, willkommen zurück zu Life is Strange. Die letzter Part war länger, weil viel passiert ist. Jefferson, der Lehrer, okay. Und David, okay. Also ich habe jetzt nur nochmal nachgeguckt. Euch beiden werde ich keine Schuld geben, weil du bist kompetent und du hast zwar ganz gute Absichten, aber die total falsche Herangehensweise. Und du bist einfach ein Arschloch. Also, siehst du jetzt schon, das wird so viel Ärger mit sich bringen. Well, I think we know less now than when we started. We'll be assisting the police with further inquiries. I know this has been a stressful day. I wish I had the power to change it all for the better. So thank you for coming in. I just can't believe it. It's like it wasn't even real. Watching her drop like a weight. I really thought I could save her. Like a superhero. Come on, Max. Do not for a second blame yourself. Kate was on that roof for her reasons, not yours. My hand just reached out. Stop it. You were the only one with balls enough to run to the roof. You were the only one who cared. Yeah, I sure made a big fucking difference. Maybe if more people cared, better people than me. You're the best person around. Warren, I screwed up today. That makes no logical sense. Warren, I don't mean to sound weird, but there's something ominous going on at Blackwell. Today proves that. And I'm working on proof that Kate Marsh is connected to Rachel Amber. Somehow. Along with Nathan and Mr. Madsen. I'm not a big conspiracy guy, but I wouldn't doubt it. Nathan did scare me yesterday, and Madsen is a straight-up dickhead. So, what do you think is really happening? What the hell is this? The weather confirms this weird day. I feel that chill. Max, there was no eclipse scheduled today. I would know. I would. I believe you, Warren. I believe anything this week.
und ich auf 3 geschaltet. Out of time. Und ich wette, es ist schon wieder ein Lied vorgekommen, das ich muten muss, weil das kam jetzt schon ein paar Mal in dem Spiel vor, dass Soundtracks zu hören war im Hintergrund, die ich alle verstummen lassen muss, weil Urheberrecht und so weiter, ihr wisst Bescheid. Und das mache ich ausnahmsweise nicht manuell hier mit meiner Bearbeitung, sondern über diesen YouTube-Dings da und ihr wisst Bescheid. Jedenfalls, was ich glaube, also es gab es ja jetzt 3 Möglichkeiten. Entweder hätten wir Nathan beschuldigt, oder wir hätten den Lehrer beschuldigt, oder wir hätten den Wachmann beschuldigt. Und je nachdem, wen wir beschuldigt hätten, würde dann jetzt der weitere Spielverlauf sich ändern, also maßgeblich ändern wahrscheinlich. Und wir haben Nathan beschuldigt, also den verrückten Schüler, der zu viel Macht hat, und das Traurige an der ganzen Sache ist, das kann man eigentlich gut auf die reale Welt übertragen, weil es gibt auch bei uns nicht nur aktuell auf der Welt, sondern auch damals in der Geschichte, wissen wir das zum Beispiel so Personen wie Adolf Hitler, dass wenn die früher gestorben wären, als sie noch nicht an der Macht waren, dann wäre unter Garantie die Welt anders verlaufen, weil wäre Adolf Hitler zum Beispiel im Ersten Weltkrieg draufgegangen, so wie es auch fast passiert wäre, aber er hat knapp überlebt, dann gäbe es die NSDAP wahrscheinlich, hätte es wahrscheinlich nie gegeben, den Anschluss Österreichs an Deutschland hätte es nie gegeben, den Holocaust hätte es nie gegeben, den Zweiten Weltkrieg hätte es nie gegeben und so weiter. Und das kann man ja leider auch gut auf aktuelle Geschehnisse übertragen. Ich will da jetzt nicht näher drauf eingehen, aber es geht. Wobei, eigentlich kann man es auf alles übertragen, wenn man es so genau nimmt. Denn wenn es mich nicht gäbe, dann, naja, würden viele Leute mich auch logischerweise nicht kennen. Und mindestens ein anderes Leben wird es dann auch nicht mehr geben. Ja, das ist leider so. Und deswegen bin ich froh, dass ich Videos mache. Und auch wenn es manchmal ein bisschen schwierig ist, auch wenn ich manchmal nicht so die Motivation habe, aufzunehmen, zu rendern, hochzuladen und so weiter, so wie es aktuell gerade ist, bin ich jedoch froh, dass ich es mache, weil so kann ich nicht nur Leute vielleicht ein bisschen unterhalten, so ein bisschen Zeit vertreiben, dass sie sich über meine Videos freuen oder sich vielleicht aufregen, weil ich mal wieder zum 50. Mal am selben Schild vorbeirenne, sondern ich kann Leuten auch wirklich Mut machen, dass sie vielleicht in einer richtig scheiße Situation gerade sind oder irgendwie der gleiche, und dann gucken sie meine Videos und haben endlich mal wieder ein Lachen im Gesicht. Und genau das ist eigentlich mein Hauptventil mittlerweile, warum ich überhaupt YouTube-Videos mache. Erst war es ja nur so, ja, ich mache Videos aus Spaß, Juxetollerei, hahaha. Mache ich ja immer noch, aber jetzt habe ich wenigstens einen richtigen Grund dafür, ein richtiges Ventil, so schnell nicht aufzuhören, auch wenn es manchmal Durststrecken bei mir gibt. Aber das ist irgendwie normal. Und auch wenn ich abotechnisch und aufrufmäßig ein bisschen wachse, die Motivation sinkt eben leider, weil jetzt weiß ich wenigstens, wie es großen YouTubern geht, die, was weiß ich, wie viele Abos haben, weil die irgendwann dann aufhören, beziehungsweise Bunny hat es ja auch so gemacht, hatte keine Ahnung, wie viele Abos sie gegen Ende dann hatte, 8000 oder so, und hat dann irgendwie, hat dann immer mehr und mehr Videos von sich gelöscht, hat dann nichts mehr weitergemacht und irgendwann hat sie ihren kompletten Kanal gelöscht. Und das finde ich wiederum in der Art beschissen, weil war damals ja bei ihrem Livestream dabei und habe auch ihre Kommentare und so weiter unter den Videos gelesen. Und so viele Menschen, hauptsächlich Mädels, hat sie Mut gegeben und nicht nur eine schöne Zeit gemacht, sondern wirklich aufgebaut und
Ihr wisst, was ich meine. Und dann auf einmal, zack, Kanal weg. Und ja, natürlich müssen die Menschen ja logischerweise auch lernen, alleine klarzukommen. Aber trotzdem, wenn es so einen Kanal schon mal gibt, dann soll der Kanal gefälligst auch bleiben. Denn ja, man kann inaktiv werden. Man kann keine Lust mehr auf YouTube haben. Das ist völlig in Ordnung. Man kann sagen, okay, also man kann zum Beispiel ein Video machen und sagen, ja, okay, in diesem Video, ich höre jetzt mit YouTube auf, ich höre mit Let's Plays auf, was auch immer. Und ja, dann ist das zwar auch schade, aber wenn die Videos nicht gelöscht werden und alle noch da sind oder auch die Livestreams zum Beispiel gespeichert sind, dann ist das trotzdem gut, weil dann kann man sich's immer und immer wieder angucken. Deswegen habe ich vor Leuten, die absichtlich ihre Videos löschen, egal ob sie jetzt viele Aufrufe haben oder nicht, habe ich so gut wie keinen Respekt, weil, oder ja, ganz, 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 ganz wenig Respekt, weil, so wie Coldy, also Coldy LP, Cold Astra, hat super Videos gemacht. Ich habe seine Videos geliebt, auch wenn ich leider nicht alle gesehen habe, aber die waren so genial und ich würde mir so sehr wünschen, dass sie wieder da wären. Aber von heute auf morgen, zack, Videos weg. Und ich bin immer noch richtig, ja, einerseits traurig, andererseits stinkig, weil er es gemacht hat, aber es ist nun mal seine Entscheidung, leider. Deswegen, da kann man nichts dran ändern. Deswegen werde ich meine Videos auch nicht löschen, zumindest nicht freiwillig löschen. Und ja, wenn ich sie dann irgendwann löschen muss, warum auch immer, dann werde ich vorher sagen, so, ja, ich muss meine YouTube-Videos jetzt löschen, es ist, ladet sie euch noch runter, wenn ihr wollt, und so weiter. Außer mein Zweitkanal, also da musste ich es leider, weil Strike und so und. Aber das sind ja auch Filme, das ist was ganz anderes als wie das hier. So, du hast ges Kate gesagt, nee, Beweise sammeln, so wie alle anderen auch. Oder fast alle, ist ja klug. Du hast Kates Anruf angenommen, du hast Kates Anruf nicht angenommen. Oh, da bin ich einer der wenigen. Das kommt schlecht in meinen Lebenslauf. Das versucht Frank zu erschießen. Oh, okay, ziemlich ausgeglichen. Du konntest Kate nicht retten. Okay, ich kann sie retten. Ich habe mir ja erst gedacht, okay, vielleicht kann ich sie nicht retten, weil das muss ja eigentlich so sein, war, um die Geschichte fortzuführen. Deswegen dachte ich, sie muss sterben, aber ich hätte echt das Leben retten können. Verdammt! Moment. Und verdammt, dass mir gerade war, genau in dem Moment was im Hals geflogen ist. Ist das herrlich. Da macht man einmal sein Schandmaul auf und schon kommt irgendein Insekt reingeflogen. Wie ich das liebe. Okay, ich hätte Kate das Re Leben retten können, aber ich habe es nicht getan, weil ich die falsche Entscheidung getroffen habe. Das war dumm von mir. Das konnte ich nie wissen. David, die Schuld gegeben, Nathan. Wow! Der Großteil beschuldigt Nathan. Mr. Jefferson. Warum beschuldigen mehr Leute Mr. Jefferson als David? Weil Mr. Jefferson ist ja eigentlich ein kompetenter Lehrer. Und das Einzige, was er nicht gemacht hat, war, ja, er ist nicht direkt auf Kate eingegangen. Aber David, der ist sie auch angefallen. Mann, ich habe sie nicht retten können, obwohl ich es hätte können. Das macht mich jetzt richtig zur Sau. Das macht mich jetzt ein bisschen stinkig. Ergebnisse von Freunden. So, 20 gewesen, ja. Also das war das erste. Du hast eine Pflanze gegossen, ja, habe ich. Du hast Alyssa geholfen, habe ich auch. Du hast den Link zu Kates Video weggewischt, wie fast alle, wow. Aber gut, geil, umso besser, dass ihr es gemacht habt.
Du warst nicht zu Taylor? Du warst nicht mit zu Taylor? Ich glaube, die habe ich gar nicht befragt. Das war jetzt irgend so ein Zufallsding. Oh. Du hast Warrens Einladung angenommen? Ich habe sie abgelehnt, aus einer der wenigen. Okay. Du hast eine Nachricht geschrieben? Du hast keine Nachricht geschrieben. Achso, das war das Max was hier. Du hast an den Gleisen romantiert, du hast nicht an den Gleisen romantiert. Ja, wieso nicht? Also man kann die kann man die Gleise vorher verstellen? Nee, oder? Das verstehe ich irgendwie nicht. Ich wurde als Party eingeladen, ich wurde nicht eingeladen. Okay, das ist sehr ausgeglichen. 49 und 51. Ich glaube, das ist das bisher knappste von allen. Ich habe Warren nicht geholfen? Ich habe ihm doch geholfen. Man hat sogar auf Video. Also ich habe es auf Video. Hat Mr. Jefferson von David erzählt? Nicht von David. Ja, ich habe ihm von David erzählt. Okay. Episode 3. Chaos-Theorie. Jetzt wird es hier dunkel. Gut, ich habe ihn nicht das Leben retten können. Das ist jetzt so ein richtig doofer Beigeschmack. Das ärgert mich jetzt richtig. Aber ich werde jetzt hier den Part beenden. Dafür, dass der letzte Part so lang war, wird dieser hier wieder ein bisschen kürzer. Aber ich will das neue Video mit der neuen Episode anfangen. Das war Life is Strange. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wir sehen uns das nächste Mal wieder. Vielleicht.